Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Anglerschmiede-YouTube-Kanal. Wir haben heute was ganz Besonderes vor, und zwar sind wir an einem Forellensee. Neben mir sitzt Markus, der Betreiber und Inhaber dieser Forellenanlage. Wir sind im Thüringer Wald in Thema, und ja, Markus, vielleicht kannst du mal ein bisschen was über die Anlage berichten. Ich sehe auf jeden Fall einen Teich mit mega, mega vielen Forellen. Ich sehe Hälteanlagen, viele Mitarbeiter, die unterwegs sind. Also hier ist einiges an Trubel. Ja, was macht ihr hier? Also, wir sind ein kleines Forellenunternehmen, was hier im Süden Thüringens Forellen produziert, vom Ei bis zum fertigen Fisch. Und zu unserer Direktvermarktung gehört auch der Angelteich, was du meintest mit vielen Fischen im Teich, die ihr ja nachher noch sehen werdet oder angeln werdet. Hoffentlich zumindest. An dem Standort wird schon sehr lange Fisch produziert, Forellen produziert. Und wir nutzen dazu hier im schönen Schleusetal, den Fluss Schleuse, also das Wasser kommt aus der Schleuse, fließt durch unsere Becken. Das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Wasser mit einer hohen Qualität. Und wir versuchen hier für unsere Kunden einen besonders guten Fisch zu produzieren. Ja, gerade das ist ja auch das, was es hier im Sommer ausmacht. Du hast gerade gesagt, das Wasser oder beziehungsweise der See wird gespeist von der Schleuse. Dadurch ist wahrscheinlich auch die Temperatur im Sommer etwas kühler. Und gerade bei solchen Tagen, wie wir jetzt haben, ist das Angeln hier für die Kunden angenehmer, beziehungsweise die Fische sind beißwilliger, wenn man das so sagen kann? Ja, kann man so sagen. Wobei wir natürlich auch dem Klimawandel unterworfen sind und das für uns auch in den letzten Jahren immer mehr zum Problem wird. Das sollen wir eigentlich nicht verheimlichen, weil das Wasser wird immer weniger, es wird immer wärmer dadurch auch. Wir versuchen natürlich so gut wie möglich für unsere Fische zu sorgen. Wir können also das Wasser auch zirkulieren, also im Kreislauf fahren, aber es wird eben insgesamt auch etwas schwieriger. Ja. Trotzdem, so viel wie möglich Wasser fließt in den Angelteich, und das macht dann eigentlich auch das Erlebnis aus, dass wir also immer einen ordentlichen Durchstrom im Angelteich haben. Ja, sehr gut. Du hattest gerade angesprochen, dass ihr vom Ei bis zur großen Lachsforelle teilweise in die Produktion geht. Mhm. Und gerade für die Region ist es sehr, sehr interessant und natürlich auch relevant in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit. Also wir versuchen wirklich den Fisch vom Ei an zu produzieren. Wir haben dazu ein Bruthaus in Schala. Dort ist faktisch die Geburtsstation der meisten Regenbogenforellen. Die Fische werden dort gezogen, auch die Saiblinge machen wir dort. Und dann kommen die hierher nach Thema und werden hier zum Speisefisch produziert oder eben auch zur Lachsforelle produziert. Und zusätzlich für uns interessant, wir haben in Erlau noch einen Betrieb, wo wir eigene Elterntiere haben. Diese Elterntiere sind vor allen Dingen von der Goldforelle und von der Bachforelle. Mhm. Und die Bachforellen, die wir hier produzieren, dauert natürlich 3 Jahre, bis die groß sind. Aber die nutzen wir ganz massiv für Gewässerbesatz hier auch in der Region, weil es ein autochthoner Bestand ist, der seit über 100 Jahren dort in Erlau gehalten wird. Und das macht eigentlich auch die Qualität aus. Wir sind in der geprüften Thüringer Qualität das einzige Fischereiunternehmen, was seine Produkte also hier zertifiziert hat. Geprüfte Qualität Thüringen sagt eigentlich alles, regional geprüft, und die Qualität, die wir hier halt produzieren. Die Grundlage ist schon mal geschaffen. Der Fisch sieht super gesund aus und hat eine beste Qualität. Jetzt natürlich der Schwenk zum Angeln. Was denkst du, warum kommen die Leute so gern zu sogenannten Forellenseen? Was macht das Angeln hier aus gegenüber dem Angeln im normalen See oder im Fluss oder im Meer? Was es bei anderen Seen ausmacht, kann ich euch nicht sagen. Bei uns ist es ganz entscheidend, dass die Leute zum einen sehen, dass wir diese Fische hier selbst produzieren. Mhm. So wie du auch schon eingangs gesagt hast, die sehen uns hier den ganzen Tag wackeln. Und dass wir füttern und von Hand füttern und die Fische keschern und hin und her fahren. Mhm. Das sehen die, das wird honoriert, weil die einfach wissen, der entsteht da, der wird da nicht nur reingebracht. Zum Zweiten ist es die Qualität des Fisches an sich, das Wasser, was eigentlich das Leben lang die Fische begleitet und wo die auch immer in der Strömung stehen. Das heißt, diese Fische, die ihr nachher angeln werdet, die werden kämpfen. Das sind also Fische, die ihr Leben lang Muskeln aufbauen, weil sie immer in der Strömung stehen und nicht irgendwo in einem Becken, wo also keine Strömung ist und wo die einfach nur gefüttert werden. Ja, die sind ihr Leben lang geschwommen, die haben alle Bedingungen miterlebt hier, ob das kaltes Wasser im Winter ist, ob das wie jetzt sehr warmes Wasser oder sehr wenig Wasser ist. Die kennen das, die sind zu Hause und die wollen da eigentlich nicht raus und deswegen kämpfen sie, dass sie hier bleiben können. Aber dafür seid ihr ja die Angler, dass er das... Um doch noch ein, zwei Stück mit nach Hause zu nehmen, so richtig. Die Forellen, die ihr hier züchtet, werden ja wahrscheinlich nicht nur
im Teich besetzt. Was passiert mit den Zuchtforellen noch? Ja, es ist also so, dass wir aufgrund der Klimaveränderungen, der zurückgehenden Wassermengen, der Erwärmung der Gewässer natürlich auch einen erheblichen Druck an Prädatoren auf die Fische haben. Also ihr kennt das alle selber, die Kormorane, die Reiher, mittlerweile ist der Otter hier, der Mink ist da. Wir haben also wirklich jede Menge Tiere, die sich auch an den natürlichen Fischbeständen bedienen müssen, um auch ihr Überleben zu sichern. Und wir haben uns eigentlich auch zur Aufgabe mitgemacht, mit dem Bachforellen, vor allen Dingen, die wir in Erlau produzieren, die Bestände zu erhalten, aufzufrischen, damit die sich auch natürlich wirklich reproduzieren können in den Gewässern. Haben wir die Bachforellen in Erlau vom Ei bis zum Besatzfisch in allen Größen zur Verfügung, dass wir also auch hier rundherum diese autochthone Bachforelle setzen können. Hast du vielleicht noch einen Tipp, was am besten funktioniert? Ist es jahreszeitenabhängig? Was ist deine Erfahrung? Was sagen die vielen Kunden, die ihr im täglichen Geschäft habt? Eher Kunstköder, eher Teig, eher Wurm, eher Bienenmade? Was du da so erlebst? Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das ist individuell geprägt von dem Angler, der sagt, ich mache das alles mit der Fliege. Mhm. Es ist für die Fische gesehen sehr, sehr unterschiedlich zu handeln. Jetzt haben wir sehr viel Sonne. Das müsst ihr individuell probieren. Wir hatten jetzt gerade am letzten Wochenende an dem Samstag, da haben die Vormittag überhaupt nicht gebissen. Die wollten nicht. Aber Nachmittag ging es dann recht gut. Das ist ja gerade die Herausforderung. Es ist ja nicht so, dass das immer gleich ist. Es ist die Herausforderung für euch, zu sagen, jawohl, wir haben es überlistet, wir haben es hingekriegt. Und ich glaube, dass vielleicht viele Angler immer auch hierher kommen, weil wir erstens das Umfeld haben, wie wir es haben, weil wir, denke ich, sehr sauber und sehr ordentlich arbeiten, weil der Fisch kampfeswillig ist und das auch den Spaß dann ausmacht. Es macht natürlich auch allen voran Spaß. Grundsätzlich ist es so, dass man im Forellensee relativ schnell die Erfolge hat, aber es gibt auch Tage, die sind wirklich zäh und gerade bei solchen Bedingungen, wie wir sie heute haben, muss man einfach schauen, auf was die Fische reagieren und ob sie überhaupt reagieren. Und eins hast du noch nicht erwähnt, diese herrliche Natur hinter uns. Das ist natürlich auch ein unglaubliches Gefühl, hier einfach an dem See zu stehen, natürlich bei so einem Wetter und dann die Berge im Hintergrund zu haben. Das ist einfach cool. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Angeln. Wir probieren das gleich mal aus. Und ja, dann reden wir vielleicht in 1-2 Stunden nochmal. Jawohl. Ich wünsche euch viel Erfolg. Danke, danke. Viel Spaß und macht was draus. Mit Real. Danke. So, jetzt haben wir relativ viel über den Forellensee gehört und als Angler sitzt man da und denkt sich, naja, irgendwie habe ich Bock, genau die Jungs, die da im Hintergrund springen, zu fangen. Deswegen, kleiner Spoon, ganz leichte Spinnrute und eventuell klappt's ja gleich. Köder sieht man auf jeden Fall sehr schön. Kommt auch schon eine hinterher. Wieder abgedreht, da ist die nächste. Im zweiten Wurf, richtig cool. Kleine Regenbogenforelle. Und wie er es gesagt hat, Dampf haben sie auf jeden Fall. Es ist jetzt kein großer Fisch, aber spritzig ist er. Alter, was die für einen Dampf haben. Ganz wichtig ist es im Übrigen auch, wenn der Fisch im Kescher ist, die Rute wieder zu entspannen und nicht die Rute einfach aufgeregt oben zu halten. Es kommt dann genau diese Situation zustande, so eine Überbelastung der Rutenspitze. Und genau dann passiert es, dass die Rute hier im obersten Drittel und im obersten Bereich bricht. Von daher, sobald der Fisch im Kescher ist, Bügel auf oder einfach noch ein bisschen Schnur geben, dass hier kein Druck mehr drauf ist. Und dann den Fisch einfach rausnehmen, ohne dass hier irgendwie Spannung drauf ist. Und da ist er auch schon. Erste Forelle, schöne Regenbogenforelle für die Räuchertonne. Richtig nice. Wir verabschieden uns in diesem Video aus dem wunderschönen Thüringer Wald. Und wir hatten echt einen coolen Tag, haben ein paar tolle Fische gefangen. Auch vor allem ein paar coole und interessante Fakten von Markus zu so einer Anlage und zu so einem See gehört.
Und wenn ihr Bock auf Angeln habt, dann checkt einfach unsere Seite anglerschmiede.de. Dort könnt ihr euch online vorbereiten auf die Fischereischeinprüfung in eurer Region. Und das war's von uns an dieser Stelle. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.